Manchmal braucht es Zeit, dass Marken einen guten Stand hier bei uns bekommen. Und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass die Zeit gekommen ist, denn Wet n Wild ist zurück und so zugänglich wie noch nie. Ich habe hier jetzt sehr, sehr viele spannende Produkte einer Marke, die vor vielen, vielen Jahren schon mal bei uns war und wieder hier ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wirklich sehr gespannt, denn wenn ihr hier schon jahrelang dabei seid, 5, 6 Jahre mindestens, werdet ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass ein Video online gekommen ist und ich damals eine Foundation gefunden habe, die in meiner Erinnerung so schön, so perfekt, so weich, so toll war. Aber irgendwie ist sie dann so ein bisschen aus meinen Gedanken verschwunden und es lag auch daran, dass es einfach super schwierig war, die Produkte zu kaufen. Ich habe die immer bei Beauty Bay bestellt und dann durch den Brexit, das war mir zu doof, dann ist es in den Zoll gekommen und das war nicht die beste Foundation auf dem Markt, aber sie war ziemlich nah dran. So, und die war von Wet n Wild und ich weiß nicht, wo ihr Wet n Wild gekauft habt. Bei uns in Ostdeutschland gibt es kein Wet n Wild im Edeka. Ich glaube, früher gab es immer so ein bisschen im Edeka, aber es ist völlig egal. Sie sind jetzt wieder da und zwar bei Rossmann Online. Und ich habe hier wirklich einige Produkte bestellt, die ziemlich spannend sind, die ziemlich gut aussehen. Und wir werden schauen, was wir daraus zaubern können. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Wir machen es dieses Mal wieder so. Ich verstecke jetzt in den nächsten Videos auch immer ein paar Emojis wieder. Ihr müsst die Emojis zählen in dem Video und mir die Anzahl in die Kommentare schreiben. Und in den nächsten 4 Wochen, also bis Ende November, wird es einige Male passieren, dass diese Emojis runterkommen. Und für alle, die es richtig geraten haben, ich werde 10 Adventskalender für euch fertig packen. Ich habe ja aus vielen Adventskalender-Videos die Produkte und werde 10 mal 24 Produkte an euch verschicken. Also solltet ihr da unbedingt mitmachen. Einfach die Anzahl unten in die Kommentare schreiben und dann geht's auch schon los. Ich erinnere mich an die Foundation, das war diese hier, die war einfach toll. Die war wirklich, wirklich gut. Rückblickend erinnere ich mich daran, dass sie eventuell so ein bisschen war wie die Rival de Loupe-Lauren Foundation, die alte. Und sie war einfach toll. Ich habe sie leider nicht mehr, aber ich hatte euch die ja neulich schon mal gezeigt. Die Niacinamid Skin Tint Foundation. Habe ich so noch nicht richtig probiert. Wir haben aber viele verschiedene Produkte. Wir haben was zum Setten. Wir haben einen Primer Stick. Blushes, Mascara, Eyeliner, Lidschattenpaletten, an denen Natasha Denona wahrscheinlich nicht ganz so unbeteiligt war. Und wir starten einmal hiermit. Das ist ein Pore Blurring Primer Stick. Kennen wir. Wenn ihr meinen nicht bekommen habt, dann könnte das vielleicht etwas für euch sein. Ich werde ihn jetzt aber nicht benutzen, weil ich im Moment mit meiner Haut ganz, ganz besonders vorsichtig bin. Der sieht aus wie meiner, nur halt in rosa. Ist sehr vegan. Ich glaube sogar, ja. Recht weich, fühlt sich genauso an wie meiner. Der sorgt dafür, dass hier so kleine Poren so ein bisschen minimiert werden. Was ich damit immer ganz gerne mache, ist, ich gebe sowas über meine Lippen, um diese kleinen Lippenfältchen auszugleichen. Oder wenn ihr so Plissé-Fältchen hier habt, um den Mund herum, könnt ihr das damit ausgleichen. Ich will jetzt aber mal diese Foundation testen, denn die ist das, was mich tatsächlich am meisten so ein bisschen interessiert hat. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt für dieses Video. Das ist Niacinamid Skin Tint. 5% Niacinamid, Hyaluronsäure mit Pfingstrosenextrakt. Ich habe jetzt sie in der Farbe Fair. Ich bin offensichtlich nicht fair, deswegen werden wir gleich ein bisschen dunkler machen. Aber ihr habt eine Glasflasche mit so einer Pipette hier dran und einer sehr spitz zulaufenden Pipette. Ich nehme mal jetzt ein bisschen auf meine Hand drücken. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Sie ist recht dickflüssig, Tatsache. Vielleicht passt sie doch von der Farbe. Ist optimistisch gewesen. Deswegen mische ich mir hier von Namen diese Darkening Drops mit rein. Ganz kleine Menge. Die gibt es übrigens auch im Rossmann Online-Shop. Also wenn ihr eine Foundation habt, die vielleicht ein bisschen zu dunkel ist oder zu hell ist, gibt es auch zum dunkler machen. Ist das sehr, sehr gut. Sieht deutlich, deutlich besser aus. Okay, die arbeiten wir uns jetzt erstmal mit einem Foundation Brush ein. Bei so einem Skin Tint würde ich jetzt persönlich erstmal denken, ist so ein bisschen leichter. Von der Textur her, so wie ich sie jetzt hier auf meinem Handrücken habe, könnte sie aber auch ein bisschen deckender sein. Ich probiere sie jetzt erstmal in einer leichten Schicht aufzutragen und mache wie immer nur eine halbe Seite erstmal. So leicht ist sie gar nicht. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab doch mal Wet n Wild irgendwo, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Ich meine, irgendjemand hat früher immer gesagt, bei Edeka. Mein Edeka ist der letzte Husten hier. Ich weiß nicht, was bei Edeka die letzten 20 Jahre passiert ist. Nämlich, also ich weiß, was da passiert ist. Gar nichts. Filialen sehen nämlich immer noch so aus, gerade hier bei uns. Ich kann immer nur für unsere Region reden. Die sind schrecklich. Die sehen aus wie 1980, die Filialen. Die sehen aus wie die alten Aldi-Filialen mittlerweile. Das Kassenband. Wir haben hier drei verschiedene. Ich war schon in allen drei, bei allen drei das gleiche Problem. Das Kassenband ist so kurz.
Da kann ich meinen ganzen Einkauf nicht mal rauflegen. Warum? Warum ist das so? Ich arbeite mir das Ganze nochmal mit einem Schwamm hier mit ein. Tatsache trocknet die recht schnell runter, würde ich sagen. Also sie war ja eben, als ich sie so frisch aufgetragen habe, etwas glänzender, etwas glowy. Ist aber ganz gut zurückgegangen. Also klar, es ist immer noch ein bisschen glow da. Ich drehe mal die Lichtspitze kurz weg. Dann seht ihr das ein bisschen besser. Es ist recht natürlich. Ein recht natürliches Finish. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit Wet n Wild gemacht. Dann schreibt mir das doch gerne einmal in die Kommentare. Ich bin ja so eine Maus. Ich freue mich immer, wenn Produkte, oder Marken vor allen Dingen, nicht mehr Produkte, wieder da sind. Beziehungsweise einfach neue Produkte dazukommen. Einfach so ein bisschen etwas, was verbessert ist vielleicht. Um die Marke etwas genauer kennenzulernen und vielleicht auch nochmal einen neuen Blick drauf zu werfen. Denn die Vorlieben an Make-up haben sich ja in den letzten 5 Jahren deutlich, deutlich, deutlich verändert. Irgendwas ist mit der Foundation. Ich kann es noch nicht ganz beschreiben. Es wirkt so, als wäre die ganz leicht leuchtend. Die sieht glänzend aus, ist aber nicht glänzend. Also ich sehe kein Glitzer da drin. Das sieht so aus, als hätte die irgendwie ein an. Ja, hier, Radiant Glow, Lightweight. Also ich sehe diesen Radiant Glow, aber das ist ein. Das ist so schwierig, das zu erklären. Ihr merkt das, glaube ich, ne? Das ist ein Radiant Glow, der ist glänzend, aber der ist so ein bisschen silbrig glänzend, so ein bisschen sehr kühl, Tatsache. Was ja auch mal ganz spannend ist. Meistens sind die ja immer so Gold. Aber es sieht nicht speckig aus. Es ist sehr leicht auf der Haut, jetzt doch, deswegen müsste man dann wahrscheinlich noch mal eine zweite Schicht aufbauen oder punktuell ein bisschen mehr, wenn man die richtige Farbe hat. Gefällt mir so aber erstmal ganz okay. Sie wirkt ein bisschen dieser Stick hier von Charlotte Tilbury, nur das ist halt ein Highlighter-Stick. Also die Foundation sieht aus, wie ich mir den Stick gewünscht hätte. Hätte Fahrradkette. Wisst ihr, was ich meine? Kann man, versteht man das? Ah, oh Mann, das ist noch so früh. Ich habe immer das Gefühl, dass ich morgens immer so viel Mist erzähle. Also sehr glänzend. Was mir auffällt, was ich kritisieren muss, ist, dass sie nicht ein weich gezeichnetes Bild gemacht hat. Das ist eine Foundation, die Textur, muss ich sagen, finde ich schon betont. Gerade hier so ein bisschen, ne, um die Nase herum. Wenn ihr ganz nah dran seid, dann seht ihr, glaube ich, auch diesen silbrigen Glow. Ne? Sie macht so ein bisschen blasser durch diesen silbernen Anteil da drin. Und der Porenbereich ist nicht ausgeglichen. Also die hat das Ganze schon betont, würde ich sagen. Schade, weil ich dachte, die ist so ein bisschen leichter. Also so eine leichte Foundation für den Alltag. Ich muss mir unbedingt nochmal die Soft Focus Foundation holen, weil die war ja wirklich damals, die war ja ein absoluter Knüller-Knaller. Einen Concealer habe ich leider nicht, deswegen nehme ich jetzt einfach mal in Natasha Denona Concealer. Setze mir den hier hin, kleines Pickel mal auskaschieren. Und lass das Ganze einmal ganz kurz antrocknen. Ich fühle mich immer noch ein bisschen blass. Einen Bronzer habe ich auch nicht. Aber dafür nehme ich den hier von Eveline. Der ist ja super. Einfach um so ein bisschen Kontur in mein Mondgesicht heute zu kriegen. Die Rettung. Also das ist wirklich einer der besten Produkte, die es gibt. Ich hätte mir ein schöneres Packaging gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht weiß ich nicht, so wie diese Nabla-Bronzer oder so. Weil das einfach so ein gutes Produkt ist. Da finde ich, wirkt das Packaging immer so ein bisschen lame. Ja. Also Foundation hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, ich hatte auch einfach zu viel Hoffnung da reingesetzt. Ich bin ja immer noch so eine kleine Pudermaus. Also ich glaube, wenn ihr schon lange hier seid, auch noch aus derselben Zeit, dann ist euch dieses Puder ja immer noch ein Begriff. Ne? Also das ist ein Puder, das benutze ich auf Events und jeder fragt mich, Maxim, was hast du auf deinem Gesicht? Weil das einfach so weich zeichnet. Das klebt dir dein ganzes Gesicht zu. Du siehst aus wie eine Porzellan. Puppe benutze ich aber im Moment einfach selten, weil ich im Moment weniger Puder benutze. So, und deshalb Wet n Wild, das hier, das Soft Focus Translucent Powder. Auch eine sehr große Verpackung, ohne Puderquaste. Da waren sie aber knauserig. Riecht nach nichts. Gib mir mal ein bisschen was in den Deckel. Nee, ist nicht parfümiert. Recht weich. Dann nehmen wir selbstverständlich Microfiber Multitool Mini. Gehen da erstmal rein. Ich arbeite das erst in meine Hand, damit ich nur eine dünne Schicht Puder habe. Und dann kann ich ein bisschen aufbauen. Okay, zeichnet. Krass, ich glaube, da sieht man es ganz gut. Hat sehr schnell weich gezeichnet, ohne dass es trocken aussieht. Sehr weich zeichnend. Ah, wird nicht cakey. Krass, es fühlt sich sehr nass auf der Haut an. Und jetzt gefällt mir die Seite auch besser mit der Foundation. Ich glaube, das Problem, was mich bei diesem Skin Tint so gestört hat, ist dieser silbrige Glanz. Das bin ich nicht gewohnt und ich finde, das macht die Haut immer so ein bisschen unruhig. Jetzt nehme ich ja diesen Glanz weg durch dieses Puder, klar. Und dadurch sieht die Haut einfach viel ebenmäßiger aus. Ich bin so ein Depp.
Ich habe was vergessen. Tausendmal besser, tausendmal besser, besser. Puder gefällt mir gut. Sieht unter den Augen auch recht schön aus. Weißelt nicht. Und hat ein schönes Gefühl auf der Haut hinterlassen. Ja, das kann ich so unterschreiben. Puder gefällt mir gut. Sieht nicht trocken aus, die Haut. Foundation ist halt einfach nicht meins. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn die Grundlage schon nicht so stimmt, dann sieht alles andere danach auch immer nicht so gut aus. Ich ärgere mich aber gerade wirklich massiv, denn ich habe das hier vergessen. Das sind Megalo. Mega Glow. Lip and Cheek Colors habe ich in drei verschiedenen Farben. Einmal in so einem schönen Orange, in toller Beereton, wenn ihr dunklere Haut habt. Oder so ein heller Ton. Gucken mal, ob ich den jetzt trotzdem noch irgendwie benutzen kann. Sehr, sehr große Verpackung. Riesenfüßchen, erinnert mich stark an Rare Beauty. Riecht auch nach nichts. Und ist, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist eher so eine dickere Textur. Es ist aber eher so eine gelige Textur. Ach, ist ja wirklich spannend. Das ist ein Gel, also so sehr wasserbasiert. Nicht so cremig wie die von Rare Beauty. Schöne Farben, schöne Farben. Was ich jetzt einmal mache ist, weil ich habe ja jetzt schon abgepudert und das ist immer so ein bisschen kontraproduktiv, ist, ich gehe mit dem Fixing Spray rüber. Natural Finish Setting Mist. Up to 24 Stunden, was denn? Up to 24 Stunden. Äpfel, das soll neu sein. Das war nicht zu. Feiner Sprühnebel. Das riecht aber gut. Ein bisschen nach Vanille. Davon nehme ich jetzt ein bisschen mehr extra, weil ich natürlich die Base jetzt schon fixiert hatte. Und wenn du auf ein pudriges Produkt mit einer Creme gehst, sieht das immer nicht ganz so schön aus. Es trocknet tatsächlich auch schon etwas runter auf der Hand. Ich lasse kurz das Gesicht einmal ein bisschen antrocknen und ich mische mir jetzt einfach mal beide Farben. Mache ich ja immer ganz gerne. Und kann jetzt ganz leicht hier rüber gehen. Nur tupfen, nicht wischen, nur tupfen. Sehr schöne Farbe. Wirklich schöne Farbe. Ganz zart. Die Textur ist spannend. Die Textur ist wirklich beachtenswert. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ne? Die ist so, die hat keine dicke Basis. Die lässt sich gut ausblenden. Deswegen funktioniert das jetzt auch so gut hier, dass ich damit einfach ein bisschen hier über mein Gesicht gehen kann, obwohl ich schon fixiert habe. Pigmentiert ist es. Na klar. Kann ich mir gut auf, ja, weiß ich nicht, kann ich mir das auf den Lippen vorstellen? Komm, machen wir jetzt einfach mal. Das Problem ist, durch diese wässrige Textur, bei so dunklen Farben, wird es immer nicht ganz so gleichmäßig. Und dann nur wie so ein Lip-Tint, wisst ihr? Nur so ein Hauch an Farbe. Wenn du das überschüssige Produkt abnimmst, dann färbt das die Lippen ein. Wow! Manchmal muss man so ein bisschen schauen, wie man das Produkt benutzt. So gefällt mir die Base jetzt richtig gut. Unter meinen Augen fehlt mir tatsächlich ein bisschen Deckkraft, weil die Foundation da einfach gar nichts gemacht hat. Deswegen nehme ich das Manhattan-Puder unter die Augen. Markiere auch die Stellen, die nicht glänzend sein sollen, denn das Fixing Spray und der Blush hat jetzt noch so ein bisschen Glanz gegeben. Ja, jetzt bin ich dabei. Wir haben Mascara, kommen wir gleich zu. Wir haben Eyeliner, Breakup Proof, in Braun und in Schwarz und ich habe zwei Lidschattenpaletten. Da waren Natasha Denona und Elf, waren da gleich mit beteiligt. Würde ich sagen, ist dieselbe Verpackung wie die von Elf fast. Das ist natürlich so unsere Farbe hier, ne? Richtig schön herbstlich. Kannst du hier aufdrehen. Ist fast wie bei so einem Apple iPhone. Und wir haben hier fünf Farben, die sehr neutral sind. Und damit schminken wir jetzt einen Look in diesen braunen Ton erstmal rein. Und baue mir den ganz leicht auf. Ganz leicht. Ich will nicht zu viel davon haben. Aber das wird schwierig, weil die ist sehr pigmentiert. Schöne Farbe. Sehr kühl. Und jetzt seht ihr die Base auch nochmal von Namen. Das sieht echt schön aus. Baue mir die Farbe ganz vorsichtig hier auf, weil die echt krasser pigmentiert ist. Ich habe gar keinen Druck auf dem Pinsel, weil ich davon nicht zu viel haben möchte. Ein bisschen wärmer hätte es sein können für den Look, den ich eigentlich haben wollte. Aber es geht super schnell, schau mal. Also einfach raufsetzen. Na, das ist halt, also mittlerweile habt ihr ja auch an meiner letzten Kollektion gesehen, ich bin ja ein Freund von diesen sehr einfachen Paletten. Mich inspirieren diese großen Paletten nicht mehr so wie früher. Musste ich diese hier rauskramen, die Jaclyn Hill Palette. Hat mich fertig gemacht. Hat mich wirklich fertig gemacht, weil es einfach so viel Auswahl war. Und hier sind teilweise Farben drin, die habe ich noch nicht mal geswatcht. Schade drum. Und wenn man weiß, man hat so ein Farbschema, was einem gut gefällt, dann reicht ja auch so eine kleine, oder? Oder so zwei von den kleinen. Einmal die und dann vielleicht die für den Frühling oder so. Hiermit ein bisschen aus, mischt die so ein bisschen, dass ich ein anderes Farbergebnis hinkriege. Die andere ist nämlich ein bisschen gelblicher. Schnappe mir einen kleineren Pinsel und gehe in diesen, der staubt ein bisschen, dunkleren Ton. Setze mir den hier außen hin. Der hat einen ganz leichten Schimmereffekt mit drin, aber nicht so intensiv. Verdunkel mir hier die Lashline. Der Look letztes Mal hat euch so gut gefallen, deswegen machen wir den nochmal hier mit. Ich nehme jetzt den flachen Pinsel und gehe einfach nur in diesen hellen Ton und tupfe mir den hier rauf und blende diesen matten, hellen Ton da so ein bisschen mit rein. Ich muss sagen, gefällt mir gut. Sehr basic, sehr einfach.
Die Schimmertöne sind, also wir haben einen halbwegs schimmernden Ton, der ist so ein bisschen silbrig. So sieht die Foundation meiner Meinung nach aus und einen etwas goldeneren, sehr cremig. Kann man ganz leicht hier so ein bisschen mit rüber tupfen. Habe ich jetzt aber gar nicht so das Verlangen. Also, Lidschatten hat mir gut gefallen. Ist jetzt nichts Besonderes. Ich will aber trotzdem nochmal den braunen Eyeliner ausprobieren. Der ist breakup-proof. Also, wenn ihr euch trennen oder scheiden lassen wollt, braucht ihr diesen Eyeliner. Hat eine Filzspitze, oder? Nee, sind einzelne Haare. Und damit ziehe ich mir jetzt mal schnell den kleinstmöglichen Liner. Nur ganz, ganz mini. Um das Auge einfach nur so ein bisschen zu verlängern. Schöne Farbe. Hätte für meinen Geschmack Tatsache noch sogar noch ein bisschen heller sein können. Malt auch gut über den Lidschatten rüber. 12 von 10. Mich stört die Lippe noch so ein bisschen. Die ist mir ein bisschen zu pink für diesen Look. Deswegen schnappe ich mir hier. Wo ist er denn? Hier, Catrice Manhattan. Passt eigentlich meiner Meinung nach zu fast allem. Und blendet so ein bisschen diesen braunen Lip Liner da rein. Ist ein bisschen weniger neben mir, ne? Wimperntusche haben wir auch noch eine. Da dachte ich erst, es ist nur eine Base, weil die so weiß ist. Was für ein Füßchen. Halleluja. Sehr großes Füßchen. Der Eyeliner ist übrigens auch matt runtergetrocknet. Dazu würde eine braune Mascara gut passen. Ui. Das ist so eine Maxi-Mascara. Spannend. Hätte ich bei dem Füßchen nicht erwartet, dass sie in Anführungszeichen nichts macht. Nichts macht nicht im Sinne von, da passiert nichts, sondern die nimmt einfach nur die Wimper, macht sie schwarz und ein bisschen länger. Das ist ja das, was ich mag. Ich weiß, viele mögen das nicht. Ich mag das sehr gerne. Ja, die hat halt wirklich einfach nur jede einzelne Wimper genommen, schwarz gemacht und ein bisschen verlängert. Nicht klumpig. Das Endergebnis ist schön, oder? Das sieht süß aus, das sieht gut aus. Das Endergebnis sieht gut aus. Foundation würde ich sagen, braucht er nicht. Diese nicht zumindest. Diese Cheek- und Lip-Tints. Ganz spannende Textur. Mir fällt jetzt auch keine ein. Doch, mir fällt eine ein. NARS. Diese, wie heißen die? Afterglow Liquid Blushes. Die sind auch auf so einer geligen Textur. Ja, So eine gelige Textur, die sehr, sehr gut in die Haut einzieht. Ne? Die hinterlässt so einen Hauch an Farbe. Du kannst, ne? Das sind ja intensive Farben, das ist jetzt keine intensive Farbe. So ein Hauch, so ein bisschen und färbt die Foundation so ein bisschen ein, ohne das Ganze zu beschweren. Die meisten Liquid Blushes sind ja immer sehr pigmentreich und beschweren dann auch. Das tun die nicht. Hat sehr gut auf der Lippe funktioniert. Mit einem braunen Lip Liner sieht das auch matt aus. Also das fühlt sich jetzt nicht irgendwie trocken an, sondern sieht einfach aus wie so ein matter, wie meine Lippenfarbe eingefärbt in matt. Sehr schön. Eyeliner, ganz toll. Der ist tiefbraun, matt. Da glänzt gar nichts. Und das passt, wie ich finde, auch sehr gut zu diesem Lidschattenlook. Ne? Der ist ja doch ein bisschen reduzierter. Der ist ein bisschen kühler. Damit kann man was machen. Damit kann man wirklich was machen. Und das gefällt mir gut. Vom Feeling her glaube ich, dass dieses Fixing-Spray mir ganz gut gefallen wird in den nächsten Tagen. Weil das die Haut so ein bisschen erfrischt hat. Das hat dieses Pudrige natürlich direkt wieder weggenommen. Das macht aber auch ein Wasserspray. Es hinterlässt aber so einen leichten Frische-Kick auf der Haut. Schreibt mir doch da bitte einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Also Eyeliner ist ein absoluter Volltreffer. Der sieht toll aus. Der sieht wirklich, wirklich toll aus. Vielleicht habt ihr ein paar Favoriten von der Marke. Dann schreibt mir diese auch liebend gerne einmal in die Kommentare. Habt ihr die Emojis gezählt? Dann schreibt mir sie jetzt einmal in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.